aufwachen, Hoheit. Wir sind da. Im Kraftwerk scheint irgendwas los zu sein. Aber ich werde für die Arbeit da nicht bezahlt. Darum werden die Leute hier wohl auf euch bauen müssen. Ja. Geht klar. Passt gut auf euch auf. Mensch, Noct, das sieht echt toll aus. Willst du tauschen? Wir haben leider nur einen Anzug. Und von uns dreien bist du der stärkste Einzelkämpfer. Also stell dich gefälligst nicht so an. Okay, bis dann. Und in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen hier in meinem Telefon zu Final Fantasy, der Pocket Edition. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und zwar in der letzten Folge haben wir Quetzalcoatl in den Stalef-Ruinen besiegt, um an Mithril zu kommen. Und die Aranea war so freundlich, uns jetzt nach Lestalum zurückzubringen, wo wir jetzt mal in diesem komischen Kraftwerk uns aufmachen und offensichtlich alleine sind. Da habe ich persönlich ja etwas Angst, dass wir diese... Okay. Also hilf ihm bitte, okay? Jo. Die Siecher machen sich am Generator zu schaffen. Da drin könnte alles in die Luft fliegen. Also beeil dich. Alles klar, genau so. Ich habe, wie gesagt, ein paar Bedenken, dass wir das Ganze jetzt alleine wuppen müssen. Aber mal schauen, ob wir das schaffen. So, wir gucken uns erstmal hier jetzt die Karte an von diesem Kraftwerk. Und vielleicht erinnert ihr euch ja noch, an diesem Kraftwerk sind wir schon des Öfteren mal vorbeigelaufen, aber wir konnten bis jetzt nie da rein. Und angeblich arbeiten dort immer nur Frauen, hieß es. Ja, jetzt schauen wir mal. Und ich wünsche euch da draußen natürlich einfach viel, viel, viel Spaß mit der heutigen Folge. Und ihr hört es, meine Stimme hört sich besser an. Ich habe diese Erkältung überwunden. Einigermaßen, ja, so ein bisschen Restrotz ist noch da. Aber darum geht's jetzt nicht so. Jetzt sind wir hier. Warte mal, okay, wir haben hier zwei Seiten. Können wir irgendwas in die Luft jagen? Ist natürlich auch schon wieder geil gemacht. Aber ich habe Angst, wenn wir jetzt alleine sind. Hoffnung habe ich ja noch. Gladi ist ja immer noch nicht unserer Gruppe dazugestoßen. Meine Hoffnung ist, dass er uns vielleicht hier irgendwie behilflich sein könnte. Oh Gott, wer ist das? Wer bist du? Oh, Verstärkung? Hä? Ja. Die Viecher hier haben es ganz schön in sich. Gibt's ja gar nicht. Als Jäger brauche ich dir das wohl nicht zu sagen. Aber sieh dich vor. Der hört sich an wie Gladi. Der hört sich total an wie Gladiolus von der Stimme. Jäger. Ach, von der Stimme hört sich das total so an. So, also hier gibt's jetzt offensichtlich nicht noch mehr. Dann gehen wir jetzt mal rein, würde ich sagen. So. In der Mitte haben wir irgendwie einen Kampf. Das ist doch auch mal eine imposante, charmante Karte. Da sind welche. Lass keine entkommen. Okay. Hey, interessante Art zu kämpfen, Kollege. Beinahe königlich. Nicht wahr? Du kämpfst auch ganz passabel. Hast du etwa trainiert? So in der Art. Aber das ist doch irgendwie Gladis Stimme, oder bilde ich mir das jetzt ein? Ich hoffe natürlich, der Ton ist okay. Was? Keine Sorge. So, es bleibt nicht viel Zeit, bevor das Kraftwerk ausfällt. Vernichte innerhalb des Zeitlimits alle sicher. Und was ist mit dir? Ich komm mit. Wird ein Kinderspiel. Wer von uns mehr erwischt, gewinnt. Los geht's! Ah! Da sind jetzt auch noch welche. Oh Gott, what is happening? So viele Goblins! Verseucht! Alles verseucht. So, Kampfende. Ja, das haben wir doch mal brillant gemeistert. Manche mögen es heiß. Waren das alle? Denke schon. Offensichtlich. Mensch, Gladio, bist ja doch ganz nützlich. War ich schon immer. Wirst wieder gebucht.
Siehst du, der weiß, dass es Gladi ist. Jetzt ab dafür. Ich gucke natürlich hier erstmal noch, ob es irgendwas Spannendes gibt. Wie zum Beispiel noch einen Heiltrank, den man einfach mal mitnehmen kann. Und jetzt ist die Zeit auch weg da oben. Aber was hat Gladi hier gemacht? Das würde mich auch interessieren. Vielleicht sagt er es ja noch. Weil er hat ihn ja gerade angesprochen mit Mensch Gladi. Ach, mysteriös. Aber gucken wir mal. Gehen wir erstmal raus hier, ehe das Teil uns in die Luft geht. Schichtwechsel im Kraftwerk. Gute Arbeit, Junge. Du hast dir das Mithril verdient. Warst genau so eine große Hilfe wie der Profijäger hier. Jo. Gladio. Siehst du? So bist du der andere Jäger, Gladio. Perfekt kombiniert, Kommissar. Habt ihr mich vermisst? Warte mal. Ist das eine neue Narbe? Macht was her, oder? Hebt mit Sicherheit unsere Oh Gott. Nocht, Gladi, was für ein Zufall. Das wurde aber auch Zeit, dass du zurückkommst. Hast ja wirklich allerhand gut zu machen. Das hat er gerade schon getan. Hat er das? Dann habt ihr also das Mithril? Jupp, wir können das Boot reparieren. Sie hat schon rumgemosert. Ich bring's ihm am besten gleich. Ich warte dann in Keim auf euch, okay? Schaut rein, wenn ihr bereit für die Überfahrt seid. Denn darum ging es ja. Wir wollten eigentlich rüberfahren mit dem Boot. Irgendwie genug für heute. Können wir nicht da vorne ein Zimmer mieten? Ja, okay. Mach das. Gehen wir. Langsam müssen wir in Lestalum Rabatt bekommen. So oft wie wir uns da jetzt schon eingemietet haben. Zu neuen Ufern im ist Hotel übernachten. Irgendwas passiert? Die Speertussi ist wieder aufgekreuzt. Speertussi. Gab's wieder Nee, eine Versöhnung. Ach. Ergab sich so. Ist nicht wahr. Doch. Was soll ich sagen? Ist eigentlich ganz nett. Ist ja ein Ding. Jetzt bin ich ganz neugierig. Es geht um Aranea, die Speertussi. So, aber bevor wir uns einmieten, meine Lieben, werden wir jetzt erstmal hier zu dem Händler gehen. Also wir gucken natürlich erstmal noch ein bisschen rum, wie immer. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Spannendes. Aber irgendwie ist gerade menschenleer und tot, ne? Ach, können wir zur Abwechslung gar nicht rumlaufen? Okay. Aber hier gab es noch einen Händler. Das habe ich... Warte, wo? Hä? Da ist doch ein... Ah, wir kommen nach hinten. Okay, wir kommen zur Abwechslung mal nicht nach hinten. Ja, dann übernachtet jetzt da. Schnitzel auf Reis. Ah... Was? Rabatt? Essen fassen. Aber was heißt Rabatt? Das habe ich jetzt nicht geschnallt. Wow, 100 Fertigkeitspunkte, Leute. 100 Punkte, Mensch, die müssen wir doch jetzt mal einlösen. Gladi hinkt so ein bisschen in den Leveln hinterher, ne? Pass auf. Da schauen wir doch jetzt mal, was wir hier krasses jetzt mal. Was ist das? Mutspeer. Ja, das nehmen wir schon mal alleine aus dem Grund. Ich finde das Speer wirklich sehr gut. Ja, können wir auch machen. Und. Ah, verdammt. Aber schau mal, so viel haben wir hier gar nicht mehr. Das könnten wir noch. Modebewusstsein, ja, mach das. Im Endeffekt wollen wir ja letztendlich irgendwann wirklich alle mal haben. Ich weiß nicht, welches Schwert wir bei uns haben. Das habe ich bis jetzt immer noch nicht nachgeguckt. Aber wir nehmen das jetzt einfach erstmal so hin. Zack. War das jetzt schon die Übernachtung? Jo, mit Iris reden. Und jetzt sind hier auch wieder Leute. Jetzt sind hier Leute. Das heißt, jetzt gucken wir uns... Wow, was gibt's denn hier Geiles für Essen? So bin ich ja auch, wenn ich irgendwo an Cafés vorbeilaufe. Ich gucke den Menschen immer auf die Teller. Will mir irgendwie nicht aus dem Kopf gehen. Verliebt? Ja, sie ist schon hübsch.
Aber ich dachte, alle Niflheimer wären herzlos. Aranea ist ganz anders. Ja, sie ist etwas Besonderes. Okay, da können wir nicht lang. Ob sie den Angriff auf Insomnia wohl befürwortet hat? Keine Ahnung. So, zumindestens... Ah, da lag schon mal Müll. Müsste jetzt hier... Hier liegt so viel Müll. Ein Händler sein. So, der hat aber auch keine Waffen. Siehst du das? Keine Waffen, nur Heiltränke. Na, wir haben jetzt 58 Heiltränke. Das sollte eigentlich wirklich tatsächlich reichen. Nur warum gibt es hier nirgendwo Waffen? Warum gibt es nirgendwo Waffen? Wir gucken jetzt mal. Schau mal. Lestalum ist ein bisschen eingestampft jetzt. Also wir können nicht überall mehr hin. Ich weiß gar nicht, stand dieses komische Parkuhr-Ding letztes Mal schon da? Siehst du das? Wir haben jetzt nur noch so einen ganz, ganz kleinen Futzelbereich. Sehr schade. Ah, wir kommen da nicht mal runter. Ach, das ist na, doch... Jungs, wie war's ohne mich? Schon anders. Im Auto. Hey, pass auf, was du sagst. Aber ich glaube, guck mal, hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Na gut, dann reden wir mit ihr. Nockt, erinnerst du dich noch, wie ich neulich was kaufen war? Ist das ein Kuscheltier? Am Markt. Was hat sie denn da? Das ist für dich. Oh. Was soll das sein? Ein Talisman für die bevorstehenden Kämpfe. Der Kleine. Ich will nämlich nicht, dass du stirbst. Das ist ein Mokri, weißt du? Der kann euch allen möglichen Ärger vom Hals halten. Ist auch ganz dezent klein. Ich fleißig ein. Ich flieg ihn euch auch wieder. Also, ich warte in Keim, okay? Tschüss. Ach Mensch, die macht sich Sorgen. Sag schon, wo warst du die ganze Zeit? Alla, redet alle durcheinander. War wohl auf Schürzenjagd. Also, das glaub ich sofort. Wir laufen jetzt trotzdem nochmal hier oben hin. Aber auch das wird nicht gehen. Pass auf, warte. Doch, da blitzt was. Aha, siehste, kaputte Taschenuhr. Wenigstens eine Sache. Ich wollte auch nach Insomnia, aber man ließ mich nicht rein. Ach wirklich? Warst ja anscheinend nicht allein. Der König hat sich hinter seinen Mauern verschanzt. Zumindest sah es für viele so aus. Nun, am Ende hat's ihm nichts genützt. Ich bin fast froh, dass ich nicht dort war. Wie ist der General hier noch? Caligo? Hab ihn neulich gesehen. Ich wollte auch nach Insomnia. Okay, ja, alles gut. Ich wollte auch nach Insomnia, aber man ließ mich nicht rein. Eieieiei. Du warst ja anscheinend nicht allein. Entschuldigung. Ja, du hast offensichtlich nichts, was wir großartig brauchen können. Ihr redet nicht mit uns. Ja, dann lass uns zum Regal ja gehen und abdampfen. Aber wo steht er denn? Unten wahrscheinlich wieder, ne? Die Niffen haben wieder so eine Basis losgeschickt. Ja, hab's gesehen. Glaub mir, das verheißt nichts Gutes. Oh, guck mal, jetzt haben wir hier einen Take an der Wand. This town starts. Die Niffen haben wieder so eine Basis losgeschickt. Ja, hab's gesehen. Glaub mir, das verheißt nichts Gutes. Ach, schade. Ich wollte den Kristall nochmal sehen. Okay, dann verzeiht mir das lange Rumgegucke. Dann gehen wir jetzt da mal rein. Jawohl, das wollen wir. Ich bin ja gespannt, das Kapitel dürfte eigentlich auch gar nicht mehr so lange gehen. Aber gucken wir mal. Ach, Mensch, gar keine Autofahrt heute gehabt. Direkt angekommen. Auch okay. So, die letzten Augenblicke in Luzis nutzen. Was meinen Sie denn damit? Was meinen Sie damit? Ist bestimmt dann das Ende des Kapitels, könnte ich mir vorstellen. Wir gucken natürlich jetzt erstmal hier. Hat auch nichts weiter, nur ein paar Tränke, aber wir haben 58 Tränke, brauchen wir nicht. Irgendwie gibt es schon seit Ewigkeiten keine Waffen mehr hier, die man kaufen kann.
Das finde ich ein bisschen schade. Ja, wir laufen jetzt zu Fuß. Scheiß auf das Boot. Nein, Spaß beiseite. Wir müssen natürlich überall noch mal eine Runde reingucken und hingucken. Endlich können wir in See stechen. Jawohl. Aufgepasst, Altissia. Wir sind unterwegs. Ach, da wollten wir schon so lange hin nach Altissia, ne? Und da glitzert sie, die See. Und sie läuft gleich erstmal ins Leere rein. Da blitzt noch was. Irgendwas werden wir hier bestimmt übersehen. Was lässt sich sicher verkaufen? Eine Silbermünze. Sag gar keiner mehr was dazu. Die haben alle geschnallt. Es gibt keine Waffen mehr. Wir brauchen nichts verkaufen. Oh, hier hatten wir doch das letzte Mal ein Rätsel in mehreren Akten. Erinnert ihr euch noch? So süß kann Gemüse sein. Gelee aus 100% heimischen Tomaten. Das müsstest doch selbst du runterkriegen. Den roten Glibber. Kaktor! Jawohl! Na, dann würde ich sagen, suchen wir erst noch drei Kaktoren. Ich habe wieder keinen gesehen. Aber da haben wir die Chance, wirklich in jede Ritze und Ecke nochmal reinzugucken. Und ist die Chance ein bisschen höher, dass wir hier nichts verpassen? Ach, der sitzt bestimmt unter irgendeinem Baum oder so. Ganz, ganz bescheuert bestimmt hingelegt. Ich sag euch das. Bestimmt ganz ungünstig. Mit den beiden reden wir natürlich jetzt noch nicht. Da hinten blitzt noch einer und dann fehlt noch einer. Ein Kaktor. Wo möge er sein? Vielleicht da oben irgendwo? Schauen wir mal. Ja, als würdest du da nicht hochkommen. Ach, kommen wir nicht. Okay, ich nehme alles zurück. Schade, Karte zu Ende. Warte mal. Total bescheuert. Der Bogen war total noch mit aufgemalt. Dann ist die Frage, wo ist Kaktor Nummer 3? Vielleicht am Anfang irgendwo? Was ist das? Was liegt hier? Oh, Kosmogonie, Vers 15,2 von Göttern und Königen. Und in seiner Gier nach Macht rief er die Finsternis, die da erfüllte den Himmel und überflutete die Welt. Oh, das haben wir schon gelesen. Das haben wir schon gelesen. Ich weiß nicht mehr wann, aber das haben wir schon gelesen. Und dann müssen wir es ja nicht nochmal lesen. So, suche Kaktor, finde nix. Ich probiere, der wird ja jetzt nicht direkt in der Mitte stehen. Der ist bestimmt ganz richtig scheiße versteckt. Ich laufe jetzt daher wirklich einmal diese eine Buschseite hier ab. So, da ist nix. Dann bin ich für diese Seite hier. So, da fängt das an. Irgendwo muss noch ein Kaktor sein. Guckt doch alle mit. Oder der sitzt mal wieder irgendwo auf einem Berg, ganz bescheuert. Auch möglich. Oh, wenn wir den jetzt nicht finden, ne, dann raste ich aus. Der sitzt bestimmt unter irgendeinem Busch. Als würdest du da nicht hochkommen, Mann. Aber wo soll der sein? Haben wir den am Anfang schon übersehen? Hier gibt es aber auch echt viel schon wieder. So, pardon, dass das jetzt wieder ein paar Sekunden länger dauert. Aber irgendwo muss er ja sein. Oder hier irgendwo?
Okay, der ist gerade wirklich extrem gut versteckt. Wo soll der sein? Also bis jetzt haben wir ja alle dann immer gefunden gehabt. Aber ich bin mir da gerade nicht so sicher, ob wir den finden. Ich hasse sowas. Und ich wette mit euch, wenn ich das Video zusammenschneide oder mir nochmal auf einem großen Bildschirm angucke, sehe ich den sofort beim Vorbeirennen und klatsche mir wieder mit der Hand gegen den Kopf. Weil ich denke, warum sieht sie das nicht? Aber ich sehe es gerade wirklich nicht. Ich sehe nichts blitzen. Da! Zack! Ha! Badum! Kaktorsammler, Kartkeim. Aber wir haben hier kein Rätsel in mehreren Akten. So, da bin ich jetzt froh, dass wir den gefunden haben. Und jetzt können wir mit den beiden reden. Da seid ihr ja! Habt ihr es ihnen gezeigt? Wem jetzt? Ja. Kinderspiel. Ach so, ja, ja. Prinz Noctis, es ist alles bereit für eure Reise. Okay, so ein lieber Junge. Hm. Danke, Kleiner. Prinz Noctis, der General ist übrigens auch gerade hier. Zum Leuchtturm. Jetzt gehen wir zum Leuchtturm. Okay, dann machen wir das. Die lag aber vorher noch nicht da. Wie ist sie da jetzt hingekommen? Oh, jetzt können wir hier oben mal gucken. Ach, stimmt. Ja, Jared. Leute, ich will ein Foto mit Leuchtturm. Das sieht so schön nach Urlaub aus. Wir sind nicht im Urlaub. Ein andermal. Hat er aber recht. Oh, sei doch nicht so ein Spielverderber. Ist leider auch kein Rätsel in mehreren Akten, ne? Nee. Na denn, rein da. Möchtest du wirklich nach Leuchtturm? Stehst schon an der Schwelle? Ja, natürlich. Geh nach Leuchtturm. Was für ein Deutsch. Hallo. Nachricht von Luna. Ach, das ist so schön. So, in Kapkeim an Bord gehen. Na, ihr wisst, genau, Karte. Die Karten werden heute immer größer gefühlt. Das war auf jeden Fall gut auf euch auf. Ein Witz. Und ich? Na klar. Das ich Boot ist hier so lange Iris und die anderen beschützen. Ah! Das verspreche ich euch. Schließlich könnt ihr da drüben sicherlich auch ein zuverlässiges Auto gebrauchen. Gut, dass du dem armen Jungen ins Wort platzt. Tritt euch den Kopf ab. Ich hoffe, ihr habt jetzt alles verstanden. Oh, was ist denn das für ein Bild? Da ist ein Bild. Irgendein Bild steht da. Irgendein Bild steht hier. Wir können nur noch an Bord gehen, ne? Ich möchte dir noch etwas sagen. Und zwar... Vergib mir, dass ich Regis nicht beschützt habe. Ich habe das Volk evakuiert. Ich hätte bei ihm sein sollen. Nicht Makroa hätte verhindern können, was passiert ist. Natürlich. Das weiß ich doch. Eine Sache. Vergiss nie die Jungs an deiner Seite. Niemals. Du musst immer ehrlich zu deinen Freunden sein. Darfst ihnen nie etwas vormachen, glaub mir. Ich kenne das. Regis wusste genau, warum er dich,
mit den Dreien losgeschickt hat. Vertraue ihnen. Immer. Oh, das hat er aber schön gesagt. Das hat er wirklich sehr schön gesagt. So, und jetzt gehen wir an Bord. Nach Altissia ablegen. Ich hoffe ja, dass wir dorthin kommen. Nicht, dass irgendetwas passiert und wir Altissia nie erreichen. Jetzt bin ich gespannt. Wartet! Was gibt's? Bitte, komm bald wieder. Du bist doch König. Klar, verlass dich drauf. Wow. Ach, schön. Jetzt ist bestimmt das Kapitel zu Ende. Dum, da, dum. Bring, bring. Siehste? Genau so sieht das aus. Das heißt, wir beginnen dann das nächste Mal mit Kapitel Nummer 6. Da schauen wir doch schnell, wie das Hai das aussieht. Badab. Schon Kapitel 6. Ich glaube, 10 Kapitel gab es, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ja, das ist die Überfahrt. So, Kapitel 6. Schwere Schicksale. Oh, Luna. Wow. Das heißt, wir dürfen gespannt sein, was hier in Altissia passiert, meine Lieben. Und was uns da erwartet, wie das Ganze weitergeht, das werden wir das nächste Mal herausfinden. Und ich würde mich einfach unfassbar freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid, da an diesem Format Spaß habt. Und ja, jetzt einfach den Tag genießt, die Woche, was auch immer. Und dirty dabei seid. Also, meine Lieben, tschüss.